In der Impulswerkstatt der Alten Mu haben sich Max Kühl und Florian Schiske ein kreatives Braulabor eingerichtet. Hier kreieren die beiden ehemaligen Designstudenten das bisher einzige Kieler Craftbier namens Lille. Craftbier ist viel mehr als handwerklich hergestelltes Bier. Es geht um das Experiment mit neuen Bierstilen, um das Aufleben alter Bierstile, um den sozialen Austausch um Bier und einfach auch diese Faszination, Bier zu leben und eben nicht wie die Industrie Bier zu einem Massenprodukt zu machen. Das ist unser Braulabor. Hier experimentieren wir mit Hopfen, Malz und Hefe. Und heute brauchen wir einen Pilz. 4,5 Kilo geschrotetes Malz und 5-mal so viel Wasser brauchen Sie für 20 Liter Bier. Ja, wir brauchen heute einen Pilz, was ein bisschen spezieller wird. Also sozusagen am Ende nochmal kalt aufgehopft und dadurch so eine ganz leichte, feine Note kriegt an Fruchtigkeit. In einem Gerät können Sie alle Schritte des Brauvorganges durchführen. Zuerst wird eingemeischt. Dazu wird das Malz zwischen die Siebeinsätze des Braugeräts geschüttet. Eine Pumpe sorgt für einen Kreislauf, der die vergärungsfähigen Stoffe Zucker und Stärke herauswäscht. Anschließend wird das Malz mit dem Sieb herausgenommen. Also wir haben jetzt abgemeischt, das heißt wir haben das Malz aus dem Wasser sozusagen entnommen und das tropft jetzt ab. Und wir müssen es jetzt läutern, das heißt wir durchspülen das Malz nochmal mit warmem Wasser, um den Restzucker rauszuwaschen. Nun wird der Hopfen dazugegeben und gemeinsam mit der Bierwürze je nach Rezept unterschiedlich lange gekocht. Zwischendurch berechnet Florian mit einem Refraktometer den zu erwartenden Alkoholgehalt. Das hat es 9,5 Brix. Mhm. Das ist ungefähr das, wo wir hinwollen. Die Rezepte, mit denen beide zufrieden sind, speichern Sie in einer Brau-App auf dem Handy. Wenn die Kochzeit abgelaufen ist, wird die Flüssigkeit runtergekühlt und mit Hefe versetzt in Fässern vergärt. Nach 4 bis 6 Wochen ist das Bier fertig und kann in Flaschen abgefüllt und getrunken werden. Prost!